Nehmen wir mal mit. So, komplett. Ja, okay. Alter, Camello, kannst du mal die Schnauze halten? Ruhig, Charlie recordet hier wieder. Ruhig, Charlie hat schon wieder ein Video hochgeladen. Preiset den Herrn. Oh. Hallöchen. Wen willst du behalten? Leute, ich möchte mir gar nicht über die Klicks beschweren. Das ist eigentlich ziemlich gut. Kein OX-Charlie-Video fängt an, ohne sich über irgendwas zu beschweren. Ich meine, ich habe einen Monat gar keine Videos hochgeladen und jetzt bekomme ich so 1.000 bis 2.000 Aufrufe. Und das ist wirklich viel eigentlich dafür, dass ich, wie gesagt, halt einen Monat gar keine Videos gemacht habe. Also die gleichen Leute, die mich vorher schon geschaut haben, schauen mich also jetzt immer noch. Also du, der das hier gerade schaut. Aber im Jahr 2018 seid ihr likes-technisch etwas runtergefahren. Was ich an Gewicht zugelegt habe, habt ihr an Likes abgenommen. Ich meine, es ist YouTube 2018. Ich glaube, der Algorithmus gibt gar keinen Fick mehr überhaupt auf Likes oder so. Das ist alles nur für den Content-Producer. Wisst ihr, gibt ja keine Bewertung für euch, für YouTube, für den Algorithmus, sondern glaube ich nur noch für mich. Darf ich an? Yo, ich will dich. Reih mich nicht an. Wer hat jetzt gerade geschrieben? Ich habe nicht geschrieben. Du hast angefangen zu grüßen. Timo. Ich lasse mir das nicht von dir gefallen. Du hast genau das Klick. Doch, Timo, wenn du den UX-Charlie noch einmal tötest, dann ist hier Ruhe im Karton. Timo, wo waren wir stehen geblieben? Also Leute, wenn ihr mich motivieren wollt, dass ich mehr Videos mache und die hier auch kommen. Ich meine, ihr habt hier nicht auf das Video geklickt, weil ihr weniger Videos von mir sehen wollt. Oder vielleicht ja doch. Also je mehr Videos kommen, desto weniger Videos ihr sehen wollt. Also desto mehr Videos kommen, desto mehr Videos wollt ihr sehen. Also geht deswegen einfach eine Like. Die Argumentation ist lückenlos. Mir ist schon bewusst, dass wir keine 1000 Likes auf dieses Video hinbekommen. King Timo möchte doch noch sowas sagen zu der Like-Geschichte. King Timo. Ja, aber wir peilen jetzt einfach mal so 400 an und steigern uns dann Monat für Monat. So wie wir das letztes Jahr auch gemacht haben. King Timo, hat die Königin das Reich verlassen? Also Leute, merkt es euch, dieses Video erstmal nur 400 und dann steigern wir uns wieder langsam, ja? Ganz langsam. Wo fangen wir an? Also Floyd war bei mir, also Floyd ist jemand aus UX Gaming, mit dem ich schon seit 4 Jahren in der gleichen Gaming-Organisation bin. Also falls ihr euch jetzt denkt, ach, deswegen UX Charlie, wegen UX Gaming. Passiv. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen nerdig, aber Floyd und ich haben zusammen Silvester gefeiert. Also nicht, aber wir haben nicht an Silvester gezockt, ja. Also er war halt einfach auf der gleichen Feier wie ich. Eingeladen praktisch und deswegen hat er halt bei mir übernachtet und dann sind wir halt an Silvester zu der Feier gefahren. Also Floyd kam so 4 Tage vor Silvester zu mir nach Magdeburg und zusammen haben wir dann eigentlich Fortnite gegrindet, denn er hat seine PS4 natürlich mitgenommen. Wir sind Nerds. Auf jeden Fall, ich hatte meine PS4 hier ganz normal, wie ich immer aufnehme und Floyd hatte sie hier vorne, ja. Also wir haben die letzten 4 Tage des Jahres hier bei mir Bootcamp-mäßig zusammen durchgezockt und sind dann an Silvester zu der Feier von der Freundin von meiner Freundin gefahren. Ihr versteht wahrscheinlich auch nicht den Zusammenhang, warum will Floyd denn auf die Feier von der Freundin von meiner Freundin? Also was macht er da überhaupt? Also ich meine, das frage ich mich auch. Der arme Timo. Ihr müsst euch das halt so vorstellen, wir haben den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag Fortnite gezockt und dann so ab 1 Uhr abends hatten wir wirklich gar keinen Bock mehr, waren richtig müde und dann habe ich Floyd dann immer nochmal gefragt, boah Floyd, ich bin echt richtig müde. Ja? Bock auf GB? Ja, Mann. Und haben wir immer noch so von 1 bis 5 Uhr morgens GBs gezockt. Und so um 4 Uhr haben wir ein Match angenommen. Und zwar war das gegen ein Eagle. Gegen den Typen und ein Eagle. Floyd hat sich dann nur so die Spielernamen von den beiden angeguckt und hat gesagt, hey, hey, wir verlieren hier nicht gegen den Eagle. Und das haben wir natürlich auch nicht. Wir waren die Gewinner der Herzen. Und Floyd ist natürlich mega ausgerastet. Aber es war halt 5 Uhr morgens, deswegen konnte er nicht laut sein. Auf jeden Fall, die letzte Runde SND. Das Eagle hat irgendwo in der Ecke hinten bei sich im Spawn gecampt. Und der andere Typ hat dann alles für sie ungefähr so gemacht, ja. Floyd ist halt mega ausgerastet. Das war die letzte Runde, die wir verloren hatten, ja. Und er war wirklich so sauer, aber wusste ja, dass er nicht rumschreien kann, ja. Und dann ist er auf den Stuhl gestiegen. Er hat sich auf diesen Stuhl gestellt. Und er hat meinen Bildschirm angefurzt. Aber was noch viel erschreckender ist, ich habe das gesehen und ich habe einfach gar nichts gesagt. Ich habe ihn nicht mal darauf hingewiesen oder so. Ich habe dann einfach nur noch gesagt, nein. Ich habe dann einfach nur gesagt, Floyd, es ist 4 Uhr morgens. Suchst du ein neues Match? Floyd hat dann auf jeden Fall noch Stress auf Twitter angefangen und damit hat es dann eigentlich auch geendet. Ich bin pennen gegangen. Floyd wollte noch unbedingt irgendwie ein 1 gegen 1 spielen, damit er noch mit einem Win schlafen geht. Wir haben halt wie gesagt bei der Freundin von meiner Freundin gefeiert. Also waren halt auch nur so Freunde von ihrem Abi oder aus ihrer ehemaligen Klasse und so da. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Boys, Boys. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hätte ich den noch bekommen? Oh mein Gott.
Ah, ja. Und von den ganzen Leuten, die da waren, ist halt auch generell niemand, der so jetzt irgendwie total oft stresst oder so auf Partys oder sowas anfängt. Ist recht nicht, wenn er besoffen ist oder so. Also ihr wisst schon mal, was ich meine. Auch wenn Floyd auch schon gut getankt hatte. Bitch, what? Was leuchtet denn da? Ein, zwei Polizei. Was ist das? Können die mir das mal ganz kurz schreiben, was das war? 1, 2, Polizei. Es war mal jemand da, der ist so ähnlich wie welche von meinen besten Freunden. Also die machen halt eher so Scheiße, wenn sie betrunken sind, sag ich mal, ja? Recall aircraft in your area. Strafing run inbound. Recall airborne, searching for targets. Ah, God, ah, Und von der Sorte war eben auch jemand da. Muss euch da, glaube ich, nur an den Fick den Richter-Story erinnern und dann wisst ihr ungefähr, welchen Stereotyp ich so ungefähr meine. Auf jeden Fall jemand von der Sorte war auch da. Lacht er über mich? Nun ja, und so kurz vor 12 hatten wir die ersten Batterien gezündet und die eine ist, nachdem sie so abgefackelt war, halt, hat sie halt noch angefangen zu brennen. Also das Ding war halt schon fertig mit Schießen, ne? Aber es hat halt angefangen zu brennen. Nun ja, und da die Batterie eben brennt auf der Straße war und jetzt das nicht unbedingt so geil wäre, wenn da jetzt ein Krankenwagen vorbeikommen würde. Scheiße! Ihr versteht die Situation, denke ich mal. Also irgendwie musste die Batterie auf jeden Fall da weg. Oder halt nicht mehr brennen. Oder er hat sich da halt einfach innen gestellt und hat sie ausgepinkelt. Problem gelöst. Ja, und die gleiche Person hat so gegen Ende des Abends angefangen, sich mit dem anderen so ein bisschen so zu beefen, beziehungsweise erst so fake so zu dissen, sag ich mal, ne? Also so einfach so aus Spaß, denke ich mal. Nun ja, und zwar haben die beiden sich so ein bisschen gegenseitig dann so abgefuckt, sag ich mal. Und jemand anders hat dann eine Wunderkerze angemacht und wollte das dann dadurch so ein bisschen schlichten. Also er ist so zwischen die beiden gegangen und hat die Wunderkerze so zwischen sie gehalten und hat gesagt, das hier, das ist die Wunderkerze des Friedens. Und der andere hat diese Wunderkerze angeguckt und hat sie mit der bloßen Hand versucht auszudrücken. Also dieses kurze Geräusch, wenn man versucht, mit der Hand eine Wunderkerze auszudrücken, es ist nicht angenehm. Die Hand war danach auch so ein bisschen verbrannt und hat auch so gerochen. Also ich hoffe, ihr riecht niemals in eurem Leben verbranntes Menschenfleisch. Also wirklich. Und es kam dann auch noch der Song Still Dre von Dr. Dre mit Snoop Dogg. Also ich meine, ihr kennt den Song alle. Es ist so dieses dam 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 dam. Ihr kennt den Song sicherlich, allein schon von Memes und so. Auf jeden Fall hat die Gastgeberin dann gefragt, hey, der Song, ist das nicht Linkin Park? Und ich dachte mir dann nur, Still Dre Day, aka, though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block, ladies. Bock auf GB?